Die Musik klingt aus. Wir haben den Raum gesäubert. Nee, sie fängt wieder von vorne an. Und da ist ein Basketball. Und man kann mit ihm spielen. Das ist, ich glaube, das war Deus Ex, wo man irgendwie, im ersten Deus Ex, wo man den Basketball nehmen konnte und dann versuchen konnte, tatsächlich Körbe zu werfen. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, das war so ein Maß von Interaktivität, in dem man sehr überrascht war. Konnte man auch die Klospülung betätigen? Bestimmt, oder? Ja, klar. Ja, dann. Was war das erste Spiel mit Klospülung? Weiß ich nicht mehr. Duke Nukem Forever? Nee, nicht Duke Nukem Forever. Nee, 3D. Duke Nukem 3D. Könnte durchaus sein, oder? Möglich. Würde irgendwie passen. Also 3D-Spiel. Bei Day of the Tentacle ging das auch. Da konnte man sogar mit der Klospülung Gegenstände durch die Zeit schicken. Oh, das war eine praktische Klospülung. Wer mehr zum Thema Day of the Tentacle erfahren will, dem empfehlen wir wärmstens den immer guten Podcast unserer Ex-Kollegen Gunnar Lott und Christian Schmidt, stayforever.de. Da ist die aktuelle Folge zum Thema Day of the Tentacle und Maniac Mansion. Großartig. Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Scheiße! Walker! Was machst du? Adams? Das kannst du nicht machen! Stopp! Hör auf, verdammt! Boah. Ist doch nicht wahr. Was ist denn mit ihm los? Oh Gott. Was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Ja, kann mal passieren, oder? Er dachte, dass das Adams ist, oder? Ja, ein Grund mehr, ihm nicht einen Schädel einzuschlagen. Krass. Wie hat er denn eben gerade mit dem Dings, mit dem Colonel gesprochen? Er ist doch da runtergerutscht. Da kann er doch nicht in dem Moment irgendwie das Dings bedienen, das Funkgerät. Mhm. Oh, hier sind Geheiminformationen. Wir haben uns eben gerade in der Pause gefragt, wann kommen denn meine Colonel. Für Sie, John. Geheiminformationen. Ja, Sir. John. Sollen wir? Sie nehmen das aber nicht auf, oder? Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, ich will nicht. Die Menschen sollen meine Worte hören. Nicht meine Stimme. Verstehe ich vollkommen. Ja, das glaube ich. Sie waren ein Freund diese letzten Monate. Es war hilfreich, wen zu haben, der einfach zuhört. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Was tun Sie da? Oh, tut mir leid. Der Stift geht nicht. Ich brauche einen anderen. Okay, also ganz klar eine enge Verbindung zwischen dem Colonel und dem Radiomoderator. Ich höre ja, was ihr treibt. Der ist derselbe, oder? Und da muss ich mich schon fragen. Ja. Wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gar. Ist das gerade eine echte Übertragung oder hat er sich das gerade eingebildet? Weil der kann doch nicht wissen, dass er dem Typen da gerade den Kopf eingeschlagen hat. Nee, kann er wirklich nicht. Wahrscheinlich ist er schon completely nuts, der Walker. Vielleicht gibt es den gar nicht. Das ist alles nur ein Traum. Wie groß ist eigentlich diese Stadt? Also in echt ist sie nicht ganz so groß und auch nicht ganz so hoch. Unser Hochhaus. Ah, das ist der Funktower. Viele Gegner da auf dem Dach. Natürlich. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Und tanzende Luftmänner. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Mit dem Schaufensterpuppen. Ich warte auf dich, Captain. Ah, diese Texturnachgeladerei. Ich bin mal sehr gespannt, ob die andere Engine 4 das dann endlich mal irgendwie auf die Reihe kriegt. Er hatte nur noch 2 Tage bis zur Pensionierung. Der Moderator hat ein bisschen was vom Joker, oder? Los, so diese Art der Kommentierung.
Oh. Ah. Das war die Disco-Kugel. Oh, 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 scheiße, unsere Deckung. Nee, das war... Aua. Huh? Ja, Treffer. Krass. Sind da oben wirklich Tennisplätze drauf? Auf dem Burj Al Arab, auf dem Hotel, da haben sie oben auf dieser Hubschrauberplattform einen Tennisplatz hingebaut. Krass, so ein Showmatch, ich weiß nicht mehr zwischen wem. Roger Federer, glaube ich. Oh Gott. Noch einer. Das wäre ja mein Tod da oben. Na. Bin ja überhaupt nicht schwindelfrei. Boah, nee. Oh Gott. Da dreht sich mir der Magen schon um beim Zuschauen. Ganz schlimm. Die müssen weg, gar nicht empfindlich. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Kontakt! Tango erledigt! Mehrere Scharfschützen in Sicht. Bei der Tanzfläche. Bitte? Den Kratzer? Ja? Ich hab ihn gemocht. MG, rechts! Muss nachladen! Oh, er hatte nur noch 2 Tage bis zur Pensionierung. Achso, dann hätte man das MG ausgeschaltet. Na gut, ist jetzt nicht so prall. Los, runter! Da oben sind irgendwo die Raketenwerfer, oder? Vorsicht. Hab einen! Vielleicht. Ich kann den ein. Oh, oh, oh. Shit. Tune in at 97,6. Voice of Dubai for the truth. Das ist witzig, wenn man da, wo ich herkomme, 97,6 einstellt, dann kriegt man Bayern 3. Das ist auch die Stimme der Wahrheit. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Hast du Angst, dass du verklagt wirst? Von Bayern 3. Wer weiß. Oder von Bayern 3 Fans. Nee, ich kommentiere das mal nicht. War's das? Nee, das war's nicht. Nochmal MG. Ich sag mal, was ist denn das mit den Texturen? Das ist ja... Sollen wir da jetzt runter? Können wir da jetzt runter? Ach, da oben, ja. Immer schön einer nach dieses Moment. Alberne an den Händen runterrutschen. Mhm. Wie kann man denn so ein Spiel bauen und dann so einen Quatsch da reinsetzen? Oh. Die Videospieler also. Es ist schon ganz schön verrückte Locations, die es hier gibt, oder? Mhm. Also. Die Figuren hat irgendwie ein bisschen was von einer Andy Warhol Party. Mhm. Die Zeit drängt, oh, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. So, jetzt können wir endlich mal ein bisschen was Gutes tun. Jetzt können wir die Evakuierung anordnen. Ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Wow. Cool. Sehr cool. Was ist hier? Geheiminfos. Unser Lieblings-DJ war ein gewisser Robert Darden. Schrieb jahrelang für die Rolling Stone, er war Spezialist für flockige Promi-Stories. Er drehte wohl zu der Zeit durch, als wir hier ankamen. Aber liest man seine Notizen, hat er es vorher mit richtig seriösem Journalismus versucht. Er schrieb über die Evakuierung, Vertuschung, menschliche Tragödien. Vielleicht war er durch den Durchgang mit Soldaten vernünftig geworden. Wer weiß. Aber es ist ein Jammer, dass dieser Darden seine Deadline verpassen wird. Der Preis unserer Mission steigt und steigt. Da gibt es aber wohl doch irgendwie einen Journalisten und diesen Funker noch, oder? Mhm. Es scheinen da zwei Personen
gewesen zu sein, die Dinge aufgedeckt haben. Weil diesen DJ hat ja er mitgebracht. Oh, das ist hier scheibenweltmäßig ein bisschen, oder? Mm, Terry Pratchett. Dessen Tochter ja die Story von Tomb Raider geschrieben hat anscheinend. Das kommenden Tomb Raider. Und von... Das ist natürlich in Wirklichkeit Tomb Raider heißt. Die hat doch letztens noch irgendwas geschrieben. Mirror's Edge 2. Nein, Mirror's Edge 1. Mirror's Edge 2 ist ja noch nicht offiziell. Und Overlord hat sie auch geschrieben. Stimmt, genau, Overlord. So, jetzt schauen wir doch mal, was der Funke so zu berichten hat. Falls er denn noch da ist, beziehungsweise der Radio-Radio-Mann. Kannst du gar nicht mehr reden. Ein Krokodil. Kennt den auch da auch. Hey, Jungs. der ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Logo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenlicht. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ah, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Was? Bleib mir vom Leib, verdammt! Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich! Ich hab's getan. Schluss jetzt! Wir klären das später! An alle, die mich hören, ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Scheiße! Entdeckung! So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt! Wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus! Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Oh, super, der Plan ist ja Logo, fantastisch aufgegangen. Sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Keine Panik wegen mir. Macht euch los! Los geht's! Das scheiß Funkgerät von dem kommt nur so weit wie die Sturmwand. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Shit. Über dir. Hab ihn. Oh ja. Da ist noch einer, oder? War es das? Ich glaube ja. Nee. Verdammter Verräter! Ja, auch was er an Kommentaren jetzt hinterher ruft, hast du gerade gehört? Verdammter Verräter. Wir sind fast draußen, Logo! Die warten schon auf euch! Was ich nicht ganz verstehe, wie kommt's denn, dass dieser Sender am Anfang... Oder kriegt was? Dass dieser Sender am Anfang durch die Sturmwand durchkam. Weil das Auto so nah dran stand? Oder was war da los? Das war also dieser Sender, der uns überhaupt erst hierher geführt hat. Alter, kommt aus der Deckung! Konzentriert euch auf dieses Ziel! So gut wie ihr nicht! Nicht tot! Ja. Verdammt nochmal! Bin unterwegs! Vorsicht, sie brechen durch! Ich kann dir helfen, wo es denn jetzt ist! Boah! Also
voll unter Feuer genommen. Ist aber auch ein bisschen klar, oder? Dass das, dass man sich hier rauskämpfen würde. Ja, natürlich. So wie der Level gebaut war. Das ist ja immer ein bisschen... Oh, scheiße. Das ist immer ein bisschen das Schade bei Spielen. Das muss ja alles gebaut werden, das kostet natürlich alles Geld und muss es auch genutzt werden. Also einfach mal irgendwo jemanden durchschicken. Der Optik wegen ist in der Regel nicht drin. Irgendwie wird es dann doch als Schussumgebung oder so genutzt. Dann verraten sich manche Szenen vorher schon. So, und in diesem heißen Feuergefecht machen wir eine kleine Pause. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.